Ja, dann ist das mit dem Vererben so eine Sache. Also die Hardware wird immer gerne genommen, nicht? Also 2-Mark-Stücke, 5-Mark-Stücke und so. Während die guten Ratschläge dazu nicht. Und deshalb kommt es, dass sozusagen, also die Hardware wird von Generation zu Generation relativ unbeschadet übergeben. Nicht? Wir haben vor vielen, vielen Jahren mal angefangen mit dem Faustkeil. Jetzt sind wir angelangt bei der Atombombe, dem Computer und noch schlimmere Sachen. Wenn die dazugehörige Software, wie gesagt, muss ja jede Generation immer wieder neu entwickeln. Und deshalb sind wir softwaremäßig, also hier oben etwa auf der Höhe, Faustkeil. Und es ist ja schwierig, wenn man mit Atombomben und Computern so umgeht wie mit Faustkeil, kann es dann zu einem bösen Ende führen, nicht? Und da habe ich drüber nachgedacht, weil ich in meinem Betrieb ein bekannter Neurer war. Und ich mir das gemerkt hatte, mit den 5 großen Ws der Neurobewegung, dachte ich, also wie kann man das ändern? Wie kann man diese Schere zwischen Software und Hardware schließen? Und da gibt es ja die nicht, so wie, was, wer, wann und wo, nicht? Diese 5 großen Ws und so, da habe ich das überlegt, was könnte man also machen? Und wie ich da so nachdachte, fiel mir ein Wort ein, das heißt Biogenese. Biogenese. Und das besagt, dass jedes menschliche Lebewesen im Bauch seiner Mutter sozusagen, als Embryo sozusagen, die gesamte Entwicklung des biologischen Lebens auf diesem Planeten durchmacht. Es fängt an so als Eizelle, Einzeller gewissermaßen. Da teilen sie sich 2, 4 nicht und wachsen vorne 2 kleine Augen raus. Hinten kommt ein Fischschwanz, ja, so haben wir mal angefangen. Und da wird es immer größer, so dinosauriermäßig. Wenn es aussieht wie Mensch, dann packt die Mutter das auf die Welt und denkt, der Mensch ist fertig. Ja, denkst du, nicht? Jetzt kommt mein Verbesserungsvorschlag. Jetzt müsste sich ein Prozess anschließen, den ich Soziogenese nennen würde. Sozusagen, also, dass jeder Mensch sozusagen die gesamte Entwicklung der menschlichen Zivilisation am eigenen Leibe durchmachen müsste, sodass er dann also softwaremäßig völlig auf der Höhe, auf dem heutigen Stand ankommt. Nicht so. Also dachte, alles klar, wie ist geklärt so? Und, was ist geklärt so? Also wie machen wir das? Wie? Dachte ich, wie macht es? Am besten dachte ich, wenn man das so macht, wenn man alle Kinder, wenn sie relativ selbstständig sind, sagen wir mit einem Jahr, werden die eingesammelt und in Raumschiffe verfrachtet und zu einem Erziehungsplaneten verschickt. Dort werden sie dort freigelassen, nicht? Und auf dem Erziehungsplaneten gibt es da verschiedene Sektoren. Der gesamte Vorschulbereich, das ist alles Urkommunismus. Dann 1. bis 4. Klasse ist Sklaverei. 5., 6., 7. Feudalismus. 8., 9., 10. Kapitalismus. 11. Klasse Sozialismus. 12. Kapitalismus. Und wenn sie dann also sozusagen fertig sind, nicht softwaremäßig, voll auf Höhe der Zeit, kommen sie wieder runter, dann sind sie vollwertige Staatsbürger, entspricht Hardware, Software, nicht? Können sie mit Atombomben und Bombputern so umgehen, wie man mit Atombomben und Bombputern umgehen muss, nicht? Und jetzt habe ich also überlegt, wo, nicht? Wo? Das nächste große, wo könnte man das machen? Cookies am Himmel? Da dachte ich, ja, klar, auf dem Mond, nicht so schlecht, da ist noch keiner. Muss man gehen, wegjagen. Und zweitens ist er auch nicht so weit weg. Kann man die Kinder immer mal besuchen am Wochenende oder in den Ferien und so. Und wie ich da so hochgucke auf den Mond, da denke ich, oh Gott, vielleicht war ich gar nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist mit den Erziehungsplaneten. Vielleicht hat irgendjemand vor ganz, ganz vielen Millionen Jahren die Idee schon mal gehabt. Und dann haben sie diesen Erziehungsplaneten nicht da oben eingerichtet, sondern das würde viele Dinge in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Das würde bedeuten, wenn jemand stirbt, der hat sein Abitur bestanden. Und von diesem Gesichtspunkt aus brauche ich ja gar nicht traurig sein, dass Rio nicht mehr da ist. Und Tamara, die haben nur vorfristig ihr Klassenziel geschafft. Ich muss mich nur fragen, wieso ich hier noch rumsitze.